Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung Große Runde. Schönen guten Abend Ihnen allen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Ja. Herzlich willkommen dem Börsenexperten Friedhelm Busch. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und apropos... Wie beeinflusst denn das, was da gerade auf der Krim passiert, die Börsen, die Märkte, die Wirtschaft, unsere Weltwirtschaft? Also, man sagt ja, politische Börsen haben kurze Beine. Ich will sagen, dass nach einer gewissen Zeit der Aufregung, nach einer kurzen Zeit der Aufregung, ist das Ding vorbei, ist gegessen, ist im Preis drin, eingepreist. Was heißt, ist im Preis drin? Also ist in den Kursen. Da gibt es vielleicht einen Krieg und die sagen, haben wir schon den Preis drin. Nee, wenn der Krieg käme, dann würde man doch schon etwas länger sich Sorgen machen müssen. Aber bei der Krim macht es mir ein bisschen Angst, dass die Börsen glauben, das ist gegessen, vorbei. Mhm. Denn was heißt das? Das heißt, alle Diskussionen um irgendwelche Sanktionen gegen Russland sind Fakes, sind Quatsch. Es wird keine geben, sagt die Börse, denn sonst hätte sie ja Angst vor den Reaktionen Putins. Mhm. Denn der Putin würde ja keine Sanktion einfach über sich ergehen lassen, ohne zu antworten. Das heißt also, wenn die Börse so reagiert, wie sie reagiert, glaubt sie, das Thema ist vorbei. Es passiert nichts mehr. Putin kriegt noch mal ein paar Mal eine schlechte Presse in den Talkshows oder so, aber... Also was zeigen Sie dabei auf mich? Nein, ich habe nichts gegen Wladimir Putin. Nein. Ich glaube, die Börse ist dazu... Ich bin anderer Ansicht. Also ich glaube, diesmal irrt sich die Börse und man sollte sich mehr Sorgen machen. Ist das... Erklären Sie uns doch einmal, Herr Busch, die großen Zusammenhänge. Also wir hören da jetzt immer wieder, da verhängen wir jetzt Sanktionen, da greifen wir jetzt mal hart durch und wundern uns, dass Wladimir Putin einfach weitermacht, so als hätte er das alles entweder nicht gehört oder nicht richtig verstanden oder was ich eher glaube, Antwort C ist richtig, es interessiert ihn nicht. Warum interessiert es ihn nicht? Weil es keine geben wird. Es gibt keine Sanktionen. Warum nicht? Frau Merkel da großmundig verkündet hat, wir werden das auf keinen Fall akzeptieren. Jetzt sagt sie, wenn er nicht weitermacht, dann ist alles in Ordnung. Aber wenn er weitermacht, dann aber bitte nämlich in Acht. Dann haben wir gehört, das Treffen in Sochi wird abgeblasen. Sie sagt, es wird nur nicht weiter vorbereitet. Dann heißt es, der Putin wird aus dem Kreis der großen Staaten ausgeschlossen, G8-Staaten. Nein. Es haben sich zwar die G7-Staaten getroffen, ohne Putin, aber sie haben über Putin geredet. Und nochmal, Frau Merkel hat ihm bestätigt, nein, du bist immer noch im Spiel. Ist ja auch kein Wunder. Wir brauchen den Mann. Wir brauchen ihn. In dem Moment, als Deutschland beschloss, die Atomkraftwerke abzuschalten und eine neue Energiepolitik einzuführen, waren wir abhängig von, abhängig von Gazprom. Aber heißt das übersetzt, wir brauchen Putin vor allen Dingen im Winter und jetzt im Frühjahr eher weniger? Ja, das ist schon so richtig, denn wir brauchen für eine Phase, in der wir keine Sonnenkollektoren nutzen können oder in der wir auch keinen Wind haben, brauchen wir Gas. Mhm. Das heißt, wir sind, würden Sie sagen, mehr abhängig von Russland als möglicherweise umgekehrt oder ist das so eine Wechselwirkung? Wie ist denn da die Außenhandelsbilanz? Kurzfristig sind wir eindeutig abhängiger von ihm als er von uns. Aber langfristig braucht Putin das Geld aus dem Ölverkauf und aus dem Gasverkauf. Mhm. Er hat nichts anderes. Und wenn er das nicht mehr hat, dann geht es ihm langfristig vielleicht etwas anders. Aber vielleicht interessiert ihn das gar nicht. Naja, der Rubel ging ja zum Beispiel nach unten. Wenn sowas passiert, wenn dann diese Kurse oder Gazprom zum Beispiel ging auch richtig in den Keller, die Gesellschaft, die Sie gerade angesprochen haben. Wenn sowas passiert. Der Kurs ist in den Keller gegangen. Der Kurs ist in den Keller, nicht die Gesellschaft. Die Gesellschaft ist blendend. Die besitzt in Deutschland Teile von RWE bald. Die besitzt Teile von BASF. Von Schalke 04. Ja gut, es gibt auch Fehlinvestments, aber... auch wie jetzt? Aus Schalker Sicht oder was? Verstehe ich jetzt nicht. Ich würde gerne Herrn Wolzig, der neben Ihnen sitzt und dessen Geschäft das ja... Okay. Trotzdem, Herr Busch, wer zockt denn da und wie zockt er da? Was passiert da aktuell gerade?
An den Börsen. An den Börsen, ja genau. Wer verdient also zunächst einmal zockt wegen der Krim kein Mensch mehr. Ist vorbei. Es ist vorbei. Ist schon gelaufen. Ja, es ist gelaufen. Das ist ja meine Sorge. Es ist gelaufen für die Börsen, für die Finanzmärkte weltweit. Nur ich befürchte, Putin guckt sich das an, zieht den richtigen Schluss raus und sagt, gut, also die Krim haben sie jetzt geschluckt im Westen, jetzt gehen wir erstmal in den Osten der Ukraine, den schlucken wir auch noch und dann schlucken die zwar noch mal ganz heftig und sagen also, du hast uns doch versprochen, du wolltest doch nicht mehr den Schlimmfinger spielen, jetzt hast du uns wieder mal reingelegt, mach das nicht noch mal, so ungefähr. Und irgendwann wäre ich als Lette oder Litauer sehr beunruhigt, denn auch in Lettland und in, vor allem in Lettland wohnen noch sehr viel Russen. Und wenn da mal einer anruft und sagt, lieber Putin, ich fühle mich verfolgt, mein Hausmeister grüßt mich nicht mehr, dann könnte ich mir vorstellen, dass er sagt, jetzt müssen wir die 20% in Lettland auch noch retten. Und dann steht er wieder da, wo er hin will, nämlich die Sowjetunion von der Fläche her ist wieder da. Also ich habe Angst. Ich habe eine wahnsinnige Angst. Nur Gott sei Dank bin ich etwas älter, aber ich habe auch noch Kinder und Enkel und kommende Enkel und so weiter. Ich weiß nicht, ob wir da nicht etwas zu leichtfertig mit dem Putin umgehen. Man muss ja immer nach dem Motiv fragen. Ne? Dieses Russland, so wie es heute dasteht, ist das ein kraftschrotzendes Land, so wie es gerade den Anschein hat? Oder wie stehen die tatsächlich da, was Bevölkerungszahl angeht, was wirtschaftliche Kraft angeht? Wie stehen die da? Wir wissen so wenig über dieses Land. Die haben im Grunde nicht mal so viel Wirtschaft oder so viel Industrie, dass die ihre eigene Ernährung aufrechterhalten können. Deswegen sind ja so viele deutsche Firmen auch aus der Nahrungsmittelindustrie da und bauen da Fabriken auf, um die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln versorgen zu können. Das heißt, die Russen haben im Grunde nur zwei Faktoren, aber davon reichlich, nämlich Öl und Gas. Und solange wir das alles brauchen, dringend brauchen, solange geht es den Russen gut. Deswegen sind ja die Russen irritiert über die Erfolge der Amerikaner beim Cracking. Die haben Fracking meinen Sie? Ja. Gasförderung. Ja, ja. Cracking dachte ich jetzt an Drogen. Fracking. Ja. Ja. Die haben also so viel an Energie jetzt in Amerika selber, dass sie es sogar exportieren können und nicht importieren müssen. Das heißt, sie machen den Markt kaputt für Öl und Gas. Und wen stört das? Vor allem die Russen. Die Russen. Also. Das heißt also, da könnte man den Russen Paroli bieten, aber wir mit über 40% unseres Gases, was wir in Deutschland brauchen, kommt aus Russland, kommt von Gazprom. Öl 30% oder über 30%. Wir sind voll abhängig von den Russen. Und nun haben sich die Gazprom-Leute auch noch hingesetzt und haben gesagt, wir brauchen auch jetzt noch die Vorräte, die Gasvorräte in Deutschland. Die haben sie jetzt nur ein BASF abgekauft. Also ich finde, wir sind in Deutschland längst, was die Energieversorgung betrifft, eine Kolonie der Russen. Und solange das gut geht, und Herr Gabriel war jetzt gerade bei diesem Miller von Gazprom und hat mit dem gesprochen. Und der Miller hat gesagt, nein, nein, du musst keine Angst haben. Und dann ist Herr Gabriel auch nach Hause gegangen und hat auch keine Angst. Ja, also, das ist gut. Ja. Also, Friedhelm Busch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich auch bei Friedhelm Busch. Herzlichen Dank, Herr Busch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Uwe Wolzig für den Besuch in der Sendung. Ich bedanke mich ebenso herzlich bei Alina Wilms für das Kommen heute Abend. Ich bedanke mich bei Christoph Sieber. Christoph, auf großer Deutschland-Tournee. Danke dir sehr. Und ich bedanke mich bei Andreas Späth, den wir mit Sicherheit in den nächsten Tagen wiedersehen werden, Herr Späth. Wenn es um die Frage geht, wo ist dieser Flug geblieben? Das war's für heute. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Und wir sehen uns am Dienstag wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank.